Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Online-Tutorial. Mein Name ist Daniel Marx und ich zeige euch heute, wie ihr Shape-Dateien in euer Touch-Terminal importieren könnt. Bevor ich allerdings mit dem eigentlichen Datenimport beginnen kann, muss ich erst schauen, dass meine Shape-Dateien richtig auf meinem USB-Stick hinterlegt sind. Ich kann die Dateien nicht direkt auf meinen USB-Stick kopieren, sondern ich muss diese in einen Unterordner auf dem USB-Stick packen. Ich kann diesen Ordner entweder manuell am PC selbst erstellen, indem ich einen neuen Ordner auf dem USB-Stick anlege, den ich SHP nenne. Hier ist es wichtig, dass die Buchstaben alle groß geschrieben werden. Oder ich verbinde einfach meinen USB-Stick mit meinem Touch-Terminal. Dann wird in diesem Zuge vom Terminal direkt eine Ordnerstruktur auf dem USB-Stick erstellt, in dem sich auch der besagte SHP-Ordner befindet. Ich kann nun meine Shape-Dateien einfach in den SHP-Ordner kopieren und mein USB-Stick ist bereit für den Datenimport. Nachdem wir den USB-Stick in das Terminal gesteckt haben, gehen wir als erstes in den ISOBUS Task Controller. Hier klicken wir auf Felder, um ein neues Feld anzulegen. Wir können dem Feld noch einen Namen geben, in unserem Fall nehmen wir einfach Test. Nun ist zu sehen, dass wir über dieses neue Symbol Shape-Dateien importieren können. Nachdem wir diese Taste gedrückt haben, wird direkt gefragt, welche Art von Shape-Dateien wir importieren möchten. In unserem Beispiel wählen wir eine Applikationskarte aus. Das Terminal filtert nun automatisch alle Applikationskarten im Shape-Format aus und zeigt uns diese in dieser Liste an. Ich wähle also meine Karte aus, die ich jetzt nutzen möchte. Im nächsten Schritt wähle ich die Spalte der hinterlegten Tabelle aus, in der sich meine Sollwerte befinden. Bevor ich jetzt eine Vorschau meiner Applikationskarte angezeigt bekomme, muss ich in diesem Schritt noch meine passende Einheit auswählen. Jetzt kann ich die Applikationskarte vollständig in mein aktuell erstelltes Feld importieren, indem ich auf die Zurück-Taste klicke und dem Import der Datei zustimme. Zum Schluss muss ich nur noch mein erstelltes Feld aktivieren und schon kann ich in den Trackleader wechseln und dieses bearbeiten. Wichtig zu erwähnen ist noch, wenn ihr Applikationskarten im Shape-Format importieren möchtet, ihr die ISOBUS TC-Lizenz benötigt. Wie ihr eine Lizenz freischalten lassen könnt, seht ihr im hier verlinkten Video. Für alle anderen Shape-Dateien, wie zum Beispiel die Befahrung, Feldgrenzen, wird diese Lizenz nicht benötigt. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen. Bei Fragen oder Anregungen könnt ihr uns gerne unter den unten stehenden Kontaktdaten kontaktieren. Wenn euch dieses Video gefallen hat, empfehlt uns gerne weiter, lasst uns ein Like da und wir sehen uns im nächsten Online-Tutorial.